Projekt Seuche. Darauf wies der Geheimdienst in der Oase hin. Valens geheimnisvoller Auftrag in Afrika. Ich sollte Antworten finden, stieß aber nur auf immer weitere Fragen. Meine Befehle lauten, herauszufinden, was der Informant weiß, um die Lücken zu füllen. Das Problem ist nur, er wird in einem Kriegsgefangenenlager im Norden festgehalten. Und der einzige Weg dorthin führt über den Halfaya Pass. Ich schließe mich dem Langstrecken-Wüstenkampfverband an. Aber die Deutschen haben sich mit 8-8er Flachs und einem schweren Fahrzeugpark eingegraben. Wir dürfen uns kein großes Feuergefecht leisten. Ich muss ihre Waffen ausschalten und dem Kampfverband den Rücken freihalten. Der Pass ist schwer bewacht, zudem drohen überraschende Konfrontationen auf engstem Raum. Ich muss umsichtig vorgehen und ein paar Minen für einen schnellen Abgang einpacken. Vermutlich nennt man ihn nicht ohne Grund den Höllenfeuerpass. Der Höllenfeuerpass. Okay, dann schauen wir mal, was haben wir freigeschalten. Auf jeden Fall kein neues Gewehr. Schade. Da haben wir dann noch immer hier die MP40, die nehmen wir auch mit. Dann haben wir den Lunger. Ah, die Lunger. Aber die will ich nicht. Ich will meine Velroad behalten. Dann nehme ich Landminen mit. Kann man nur eine mitnehmen, oder was? Kann man da nicht mehr mitnehmen? Nee. Nehme ich Landminen mit. Verband lasse ich mal. Nicht nur einen. Obwohl, Stolpermine haben wir nicht freigeschalten. Schade. Haben wir ein neues Fadenkreuz wenigstens. Haben wir auch nicht. Viel mehr töten. Viel mehr töten. Und hier haben wir auch nichts. Absolut nichts. Schade. Schade, schade, schade. Okay. Dann geht's auf zum Hellfire Pass. Danke für das Taxi, Jungs. Jetzt erstmal nach oben. Wie auf dem Silbertablett. Ein gezielter Schuss auf diese Fässer und es fliegt alles in die Luft. Perfekt. Okay, erkunden wir erstmal die Gegend und suchen die Siedlung. An der Brücke vielleicht sind Wachen. Keine zu sehen. Merkwürdig. Aha. Eine Unterdachung. Fässer und Kisten. Die werden bestimmt bewacht. Schau an. Ein Pfad. Der unter der Brücke durchführt. Noch ist niemand zu sehen. Oh oh, da ist ja einer. Und der hat uns auch noch gehört. Hat sich aber wieder beruhigt. Hier draußen in der Prärie ist es auch nicht ungewöhnlich, Geräusche zu hören. Könnte ein Kojote sein. Oder ein schleichender, mordender Sniper. Schau an, da steht er ja. Einsam und verlassen. Mit seinem MG fühlt er sich wohl sicher. Na, wie ist die Aussicht? Blutig, oder? Gut. Wäre ich auf der Straße geblieben, hätte er mich gesehen. Wie gut, dass ich den Hintereingang benutzt habe. Da ist noch einer. Vorsichtig an den Steinen vorbeischleichen und dann von hinten überraschen. Ja. Hey Kumpel, am helllichten Tag Träume kann tödlich sein! Das war's. Was hast du dabei? Dynamit! Danke, das kann ich gut gebrauchen.
in die Ecke mit dir. Und weiter. Schön die hohen Büsche nutzen. Als Tarnung. Da ist noch einer. Da steht er einfach und wartet. Bis ich komme und ihn abknall. Tschüss. Gut. Waren das alle? Nein, da ist noch einer. Verdammt, war das knapp. Ganz schön viel hier los. Gut. Jetzt ist Schluss, Freundchen. Ja, Mann. Level 4. Nice. Stolperminen freigeschalten. Sehr schön. Gut. Diese Vorposten hätten wir ausgeschaltet. Gehen wir weiter. Explosives Fass. Eine Brücke. Erstmal schauen, ob hier irgendwo Sniperposten positioniert sind. Guckt hier vielleicht noch ein Gewehrlauf raus? Nicht wirklich. Und da oben? Keine Sniper zu sehen. Die Brücke ist saved. Aber da drüben orte ich noch einen. Jetzt mal gucken. Wo steckt der? Aha! Interessant. Komm ich hier hoch? Keine Chance. Steine sind zu glatt. Aber ein gezielter Schuss sollte es auch tun. Gut, auch dieses MG ist sauber. Na, was hast du denn dabei? Nichts Interessantes. Aber hier liegen Papiere. Nicht für mich. Gut, dann weiter. Hier ist auf jeden Fall die Siedlung. Dann schleichen wir uns mal rein und spähen aus, wie viele Gegner wir hier haben. Erster Punkt der Tagesordnung, die 8-8er finden. Okay. Die Straßen sind sauber. Da haben wir schon mal einen. Aha. Da oben ist noch einer. Okay, es sind schon einige hier. Was ist dieses Knallen? Das sollte ich mir mal näher anschauen. Ein Auspuff. Das ist sehr gut. Das kann ich als Tarnung benutzen. Komm schon, gib noch mal ordentlich Gas für mich, damit ich dem sein Hirn an die Wand verteilen kann. Komm schon. Tschüss! Einmal. Wow, hier ist ja auch einer. Aber hier ist die perfekte Stelle, Silent-Schüsse abzugeben. Hey, Husten, willst du ein Pullmoll? Direkt in den Hinterkopf. Und tschüss. Hier habe ich mal die Fresse weggeschossen. Da
dass es sich gewaschen hat. Da ist auch einer. Verdammt, der kann mich vielleicht sehen. Okay, schön leise. Bevor er reingeht, töte ich ihn. Komm schon, komm schon. Mist. Ich orte sonst keinen mehr. Doch, da oben ist tatsächlich noch einer. Okay, war das alles? Sind hier wirklich sonst keine mehr? Nur die paar Wachen? Komm schon. Wunderschön! Da läuft die Suppe aus dem Loch. Hier ist auch noch einer. Um genau zu sein, zwei. Leise, leise. Da drüben läuft einer rum. Dann kill ich den kurz. Schnapp mir den. Okay. Schön hier hinlegen. Der hat nicht mehr was bemerkt. Gut, 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 gut. Ich brauche Krach. Und da ist er ja. Jawoll. Der war auch schön. Gut. Wenn wir hier gerade dabei sind, dann gehen wir hier doch mal durch. Schauen, was es hier zu holen gibt. Keiner zu sehen. Papiere auf dem Tisch. Uninteressant für mich. Aber vielleicht die Papiere hier. Na, die Mine nehme ich mal mit. Aha. Wertvolle Informationen. Nehmen wir mit. Gut. Leider habe ich jetzt nicht mehr den Lärm auf meiner Seite. Der ist hier gut aufgehoben. Hinter der Mauer wird er nicht gesehen. Zu weit entfernt. Naja, gut. Okay. Schauen wir uns mal oben um. Oh. Nichts Interessantes für mich. Nett hier. Sieht aus wie ein Wohnzimmer. Afrikanischer Art. Aha. Zwei Stück sogar. Gehen wir erstmal nach oben. Scharfschützennest. Bereiten wir alles vor. Oh, von hier habe ich guten Überblick auf alles. Nur leider will ich hier nicht so laut abgehen, weil sonst... Ich könnte die zwei auch kurz wegknallen. Aber das wäre viel zu laut. Eine Granate rein und gut ist. Dann könnte ich hier die Leiter hochspazieren und mal mich da oben umgucken. Für
Vielleicht finde ich dort noch was Interessantes. Einen interessanten Zugang oder so. Die zwei darf ich schon mal nicht aus den Augen verlieren. Okay. Wieder abwärts. Was haben wir denn an Spielzeug dabei? Ah ja, eine Stolpermine. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Vielleicht kann ich hier so ein bisschen eine Stolperfalle aufbauen. Wenn er dann hier so durchspaziert. Hm. Dann macht's Bumm. Aber kommen sie auch beide? Das ist die Frage. Okay. Einmal. Und hier schön rüber. Und zweimal. Das war Falle Nummer 1. Falls sie sich aber doch entschließen sollten, hier entlang zu gehen, überrasche ich sie noch damit. So. Und los geht's. Hier. Kommt. Kommt. Put. Meldung und. Boom. Das war der erste. Okay. Der kommt. Was? Keine Spur bisher. Der läuft einfach über meine Mine. Der Feind ist da drüben. Nein! Bin ich nicht! Oh. Verdammt nochmal, wofür lege ich das Teil, wenn das nicht in die Luft... Ach so, das ist auch in die Luft geflogen. Okay. Verdammt. Naja, egal. Das war's, mein Freund. Und weiter geht's. Keiner mehr zu sehen. Gut. Dann nehme ich mal die Leiter nach oben. Von oben habe ich besseren Überblick. Eine gute Position, um zuzuschlagen. Ziemlich ruhig hier. Aha, da oben ist einer. Trotzdem spring ich mal hier rüber. Nimm das Dynamit mit. Hier ist irgendwo Lärm. Aber wo? Aha. Schießt doch was. Hier oben ist einer. Noch mehr LKWs. Was verursacht diesen Lärm? Und vor allem, von wo kommt dieser Typ jetzt her? Daher kommt. Ist hier eine Höhle oder so? Nein, aber ein kleiner... Doch, hier ist eine Höhle. Verdammt! Im Nebel habe ich ihn kaum gesehen. Verdammt, war das knapp. Hier findet ihn wenigstens keiner. Kommt dieser Lärm?
zwei Stück. Der kommt immer nur ganz kurz. Ob ich das nutzen kann, ist so eine Frage. Probieren wir es einfach mal. Dieser Krach könnte meinen Schuss übertönen. Die Fresse weggeschossen. Welcher Krach? Ah, die Kanone. Die macht also so extrem Krach. Oh oh. Gut. Zeit, dich abzustechen. Tschüss. Schade, dass es nicht die Möglichkeit gibt, abzustechen und gleich auf die Schulter zu nehmen. Wäre äußerst praktisch. Sehr schön. Ah, da oben ist noch einer. Ich brauche den Kanonenschlag. Komm schon. Danke. Peace, Junge. Böser Herztreffer. Da drüben ist noch einer. Da ist auch einer. In your face! Tschüss. Okay, der war auch noch isoliert. Wobei das ganz schön knapp war. Da unten. Sollte er kommen. Komm zurück. Komm schon. Wie auf Bestellung. Und jetzt gehört dein Schädel mir. Zack. Erledigt. Okay, jetzt zu der Kanone. Da geht's nach unten. Musste ich's doch. Okay. Schauen wir mal. Ah, ja. Dann machen wir das doch mal so. Mit besten Grüßen. Jetzt nichts wie raus. Das war ein Knall.